Herzlich willkommen bei Y-Agencies. Wir sind im wunderbaren Hamburg, besuchen hier drei Agenturen. Wir sind bei Karl Nann, wir sind bei Think, wir sind bei Scholz. Und bei Think habe ich die wunderbare Easy an meiner Seite und ich würde sagen, wir gehen mal rein. So Dorian, was machst du denn ganz genau bei Think hier? Ich beschäftige mich mit dem Verhalten von Menschen. Ich bin Experience Strategist, also Stratege quasi für das Nutzerverhalten von User und Userinnen. Ja. Ich versuche gar nicht erst Experience Strategist auszusprechen, klingt auf jeden Fall nach einem Zungenbrecher. Total spannend, habe ich ehrlicherweise auch vorher noch nie gehört. Kannst du uns den Strategiebereich vielleicht auch für die Leute dort draußen einmal kurz aufgliedern? Was sind so aus deiner Perspektive die 2, 3, 4 Bereiche, die man dort besetzen kann und welchen davon deckst du ab? Super gerne. Ich sehe mich immer gerne als so zweiten Teil der ganzen Markenstrategie. Also man kann sich vorstellen, so auf der einen Hälfte ist die Marke, die sagt, wir haben dieses Problem und wollen das irgendwie verändern oder vielleicht auch was in der Gesellschaft verändern, was die geileren Jobs sind natürlich. Und auf der anderen Seite getrennt von der Marke hast du aber auch immer die Konsumenten und Konsumentinnen. Und wie du dich jetzt mit einer Marke verhältst, ist ja was völlig anderes, als was die Marke will. Und das ist quasi meine Domäne. Ich beschäftige mich eher damit, wie geht's dir als User, als Userin. Genau, und gucken dann, dass wir mit der Marke zusammenkommen. Spannend. Wie bist du denn darauf gekommen, dass das vielleicht kein Psychologiejob ist, sondern in der Werbung geht? Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Ich glaube, ich habe gar nicht so auf die Werbung gezielt. Mir war immer, das klingt jetzt ein bisschen doof, aber mir war fast egal, was ich mache. Mir war wichtiger, mit wem ich es mache. Und ja, wie es so oft ist, hier hast du halt einfach die kreativen Menschen in einem Raum, die es schaffen, so eine Idee zur Essenz zu zerdenken. Und das macht Spaß. Und deswegen bin ich hier gelandet. Ja. Klingt unglaublich spannend. Wenn ich jetzt sage, ich will unbedingt den gleichen Job machen, wie komme ich dahin? Ausbildung, Studium, nichts davon, beides, klär mich auf. Alles kann, nichts muss, glaube ich. Es ist so das, was man oft aus der Strategie hört. Also ich bin rangekommen über die Psychologie und ich wollte verstehen, warum Menschen sich so verhalten, wo Frust zum Beispiel herkommt. Und bin auch als ja, Nerd-Sohn aufgewachsen, also kenne Apps, kenne die ersten Betriebssysteme. Das war so meine Verbindung. Ich glaube, was so einer der wichtigsten Skills ist, ist wirklich eine Neugierde und immer das Bedürfnis zu verspüren, zu hinterfragen. Also Status quo nie irgendwie festzusetzen. Ja, mir hat das Psychologiestudium sehr geholfen, da reinzukommen. Doch. Gibt es so ein Projekt oder eine Art zu arbeiten, die dir am meisten an deinem Job Spaß macht? Eine Art zu arbeiten, die mir am meisten Spaß macht? Ja, ich glaube schon. Es sind die Pitches, also wenn wir um Neugeschäft uns bewerben und gerade in der Experience Strategy, wo man erstmal versucht, die Menschen zu verstehen, mit denen man eigentlich reden möchte, ist es natürlich mit dem Neugeschäft super wichtig. Und das finde ich eigentlich am geilsten, weil du 2 Wochen auf diesem Thema bist und die nächsten 2 Wochen auf einem völlig anderen Thema und aber mit Menschen zusammenarbeitest, die sich da richtig reindenken und reinzecken und reingraben. Und da entsteht die Magie. Das macht Spaß. Was ist dein Tool? Passiert das alles im Kopf? Hast du einen Kugelschreiber, ein Tablet, Photoshop? Wie funktioniert das? Mein Tool sind natürlich die Daten. Also ja, viel im Kopf. Wir sagen immer, doof, wir werden fürs Denken bezahlt. Aber die andere Seite ist halt sehr analytisch. Also du sitzt manchmal auch einfach vor Excel-Tabellen, wo irgendwelche Daten rausgespuckt werden. Was es aber auch wiederum interessant macht, weil ich jetzt gelernt habe, wozu diese Cookies und etc. und Daten eigentlich alle gut sind und was sie alles können. Das ist so mein wichtigstes Tool. Wenn du uns nochmal durch so einen prototypischen Tagesablauf führen würdest oder auch eine Woche, wie sieht das aus? Auf was kann ich mich einstellen, wenn ich nächste Woche Montag hier als Experience Strategist anfange? Also auf jeden Fall wirst du dich erstmal einstellen können auf sehr, sehr viel Rechner, Onboarding, Passwörter, bla bla bla. Typische Woche sieht eigentlich so aus, dass man die ersten 2, 3 Tage sich erstmal organisiert für die Woche. Kommt darauf an, was aus der letzten Woche noch mitgekommen ist, aber man ist ja in verschiedenen Teams immer drin. Also als Stratege bin ich bei verschiedenen Kundenteams dabei. Jeder will natürlich irgendwie wissen, was passiert. Man muss sich synchronisieren mit dem Team. Und dann über die Woche wird dann wirklich meistens gearbeitet. Ja, so blöd das klingt, aber wir arbeiten dann stark. Aber es ist schwer so festzusetzen, weil die manchen haben kreative Einfälle oder schreiben die besten Präsentationen nachts um 23 Uhr. Die anderen machen es eher mittags um 13 Uhr. Das ist voll fair. Und ja, man muss irgendwie gucken, dass jeder den Raum sich schaffen kann, um so arbeiten zu können. Abschließend, wir sind ja hier bei Y-Agency und uns interessiert natürlich brennend, warum bist du in der Agenturbranche gelandet, warum gefällt es dir hier und warum würdest du allen dort draußen empfehlen, Teil dieser Branche zu werden? Ich habe, glaube ich, eben schon mal gesagt, ich liebe es, mit kreativ denkenden Menschen zusammenzusitzen und zu arbeiten. Warum sollte man in die Agenturbranche gehen?
Ich habe auch so mein Problem mit Werbung und ich glaube, ich bin damit nicht alleine. Aber du kannst irgendwo im Bus sitzen und dich über die nächste Out-of-Home-Kampagne ärgern oder du kannst halt reingehen und sagen, ey, ich versuche jetzt zum Beispiel mit meiner Domäne was anders zu machen, anders zu denken, Impact schaffen. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Auf der anderen Seite, ich glaube, du kriegst nirgendwo diesen geilen Kontrast zwischen richtig performen, sich richtig geben, ne, im Rollkragenpullover Präsen halten und auf der anderen Seite halt geile Partys. So, das zieht mich her und das sollte andere auch herziehen. Mega. Vielen, vielen Dank für die Einblicke. Toll, dass du bei uns warst. Und wir sehen uns wieder in der nächsten Folge Y Agency.